So, willkommen zurück zu Let's Play Bully. Wir machen oder wir versuchen nochmal die Mission mit Gary. Mit Gary? Warum sag ich immer Gary? Ich denke immer an die Schnecke von SpongeBob, egal. Ja. Hilf Gary, oder was das war. Können wir mal kurz gucken. Ja, hilf Gary. Wir haben 6 Uhr abends gleich. Das heißt, das müssen wir noch hinkriegen. Verpiss dich, scheiß Bully. So. Cutscene überspringen wir. Er kriegt richtige Spacken, der Kerl. So. Folge Gary. Wir müssen diesmal ein bisschen cleverer vorgehen und nicht wieder von den ganzen Präfekten. Ja, das lief einfach nicht im letzten Part. Also, da muss ich mich ein bisschen geschickter anstellen. So. Hey idiots, this is gonna kick your ass. Come on, Fancy. You're gonna hate this. Das war mein Freund. You're pathetic. I'm gonna enjoy this. Are you hurting me? I'm gonna make your life a misery. This is great. Come on, Polly, fight. So, sauber. Ja, wir sind ein tolles Team. Irgendwie habe ich das Gefühl, was ich glaube ich schon, ja doch, das habe ich schon mal erwähnt. Was ich von Dings halte, vom guten Gary. Dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass der uns... Dass ich irgendwie glaube, dass der uns irgendwie anscheißt hinterher. Jimmy, over here. Das ist doch jetzt schon wieder irgendwie, das ist doch wieder faul. Wir machen die Arbeit und ich schätze mal nur, damit er uns hinterher anschwärzen kann. We can't get in there. How can we get at the switch? Wie kommen wir an den Schalter? Ja. Ach so. So, jetzt geht die Tür da auf. Warum habe ich das Gefühl, dass uns das nicht gefallen wird? Warum habe ich das Gefühl, dass der Kerl uns irgendwie anschwärzt? Oder irgendwie uns anscheißt? Ihr wisst, was ich meine. Das stinkt doch. Das passt doch alles hinten und vorne nicht. Aber ist der Kerl so. Jimmy, you dunce! Use your slingshot to hit the broom. Welchen Besen? Aha. Nee. Jimmy, you dunce! Use your slingshot to hit the broom. Wie machen wir das nochmal? Nee, wie können wir mal dieses Zielfernrohr machen? Nee. Hallo. Hey Jimmy, see if you can knock the broom over somehow. Make it hit the switch. Irgendwie habe ich gerade. Nein, nein, nein. Hey Jimmy, see if you can knock the broom over somehow. Make it hit the switch. Bahne dir einen Weg durch den Keller, ja. Use your slingshot to hit the broom. Ist mir schon klar, nur wie macht man nochmal dieses Zielfernrohr? Use your slingshot to hit the broom. Komm, vielleicht kriegen wir es ja so hin. Boah, das ist doch jetzt hier nicht wahr. Hey Jimmy! Kann man das nicht hier irgendwie Steuerung?
Shift links, Alt R. Kamera oben, Kamera rechts, nach hinten sehen. Waffe, halt. Waffe abwählen ist so. Nach hinten sehen, nach vorne ducken, zurückschauen. Waffenmenü rechts. X. Nee. Es tut mir gerade ernsthaft leid. Das ist so, nee. Kartenmenü, Nahkampfangriff, Rennen, Packen, Benutzen, Absteigen, Anvisieren, rechter Schlag. Das wäre so. Waffenmenü links. Ja, Waffenmenü, ja, das ist mir klar. D, nach hinten. Es passt doch jetzt wieder hinten und vorne nicht. Jimmy, you dunce! Use your slingshot to hit the broom. Nee. Hey, Jimmy! See if you can knock the broom over somehow. Make it hit the switch. Nee. Aha! So haben wir's. Sauber! Und dafür haben wir jetzt 5 Minuten oder so gebraucht. Sorry. Aber, naja. Ja, ja, ist okay. Da ist ein Gummiband. That's not trash. Ah, so kriegen wir das auch wieder hin. Ja, okay, dann klappt das schon mal nicht. So. Gleich sind wir da. Was will der hier? Da blicke ich noch nicht wirklich durch. So, kriegen wir hier wieder drunter. Stimmt doch wieder was nicht. A steam leak. I've heard of those happening, but I've never seen one. Oh, there's a fire extinguisher in plain view. Maybe that could be used to cool the furnace. Ein Feuerlöscher nehmen. Oh, there's a fire extinguisher in plain view. Maybe that can be used to cool the furnace. Quick, sauber. Before it heats up again. Ja, komm. Wo ist der Kerl? Das ist doch hier. Ich traue dem Ganzen hier nicht. What's going on? It's right down there. Oh, warte mal, was? So, Jimmy Boy, here we are, the hole. The place where this school separates the men from the boys. The wheat from the chaff and all that nonsense. Okay, so what's that got to do with standing up to people, keeping them in line? This is where I stand up to you, my friend. What are you talking about? I know you hate me, Jimmy Boy. I know you said all that stuff about me behind my back. What are you talking about? Don't play innocent with me. You want to run this school? I want to run this school. Only one of us is gonna make it. And it's gonna be me! Ladies and gentlemen, boys and morons, I give you Russell! Oh, man. Ach du Scheiße. Gary, now I hate you. I know Russell. Go beat that little jerk who said that nasty stuff to me about your mom and those barnyard animals. What? Come here. Russell wants vengeance. Ja, ja, Russell will spielen. Verpiss dich. Ach du Scheiße. Go, go, go. Alter. Come on, kill
each other. All right, kid, show the spirit. Finally, some good old teenage bloodshed. Dominate this scrimmage. What a fun fight. Alter, was ist das? Fuck. Alter, ich... Boah, nee, das schaffe ich nicht. Oh, ich glaube, ich bin gleich tot. Boah. Oh, du bist K.O. gegangen. Ja, das hätte ich mir schon fast gedacht. Bitte können wir das nochmal neu machen, oder? Nicht die ganze Mission nochmal von neu. Ja, ja, gut, gut. Dann können wir wenigstens noch mal neu machen. Das schaffen wir nie. Ne, das schaffen wir nicht. Ey, wie sollen wir den denn besiegen? Komm, 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 komm. Egal. Komm, 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 komm. Das schaffen wir, Jimmy, komm. Jimmy, you the best. Nein, weiter, weiter in die Eier treten. You happy now, jerk? Ecstatic. I love to watch two morons beat the crap out of each other. Why'd you do it, Gary? I thought we were friends. Friends? You and me. I've taken dumps that had more brains than you, friend. No. I'm taking over this school, and you're just a liability. See you around, moron! Well done, Jimmy. Yeah, great. What a waste of time. You all right, Russell? Oh. Yeah? Look, I never said anything about your mom or farmyard animals. You didn't? No, but I want you to stop bullying weak kids. Why? Ah, because there are a bunch of kids around this place who need a beating, and you're picking on the few who don't. So I want you to leave me and him alone. Oh, okay. Sorry. Bad Russell. Wie als ob man eine Maschine wäre. Bad Russell. Ja, aber es ist genauso gekommen, wie ich mir schon gedacht habe. I could be forgiven for thinking my troubles at Bullworth were over. But this place is a rotten onion. Kapitel 2, Geldsack Blues. And there's another even smellier one beneath. Und wir können raus. Wir können aus der Schule raus, das gefällt mir. Well, Jimmy, word on the street is you're something of a pugilist. No, sir, I never pugilized in my life. Really? And that you've been saying some entertaining things about me and some barnyard animals. No, I never said that. Well, I listen to things, Hopkins. You try and stay out of trouble. Now go see the cook down in the kitchen. Helping her might teach you some humility. Okay, sir. Hey, new kid. You're that guy that beat up Russell. So? What's it to you? Hey, listen, we like to box, the noble art and all that. Why don't you come down by our gym in old Bullworth Vale? We should definitely hang out. Yeah, I've heard a lot of things about you. Yeah, whatever. Okay? Okay? Genau. Jetzt können wir boxen? Okay. Oh, wir haben... Hattrick gegen Galloway. Einkauf in letzter Minute. Kleine Gemeinheiten. Okay. Okay, ein Botengang. There's this girl, you see?
Können wir ja machen. Unten ist der Spind. Ja, ja, Gary hat uns jetzt verarscht. Also müssen wir wohl, ich schätze mal, der Hauptteil irgendwie gegen Gary vorzugehen. So, sauber. Botengang erledigt. $10 wieder bekommen. Ich glaube, Unterricht ist oben. Jetzt kommt mit Sicherheit Englisch. Nee, Biologieunterricht. Biologie ist doch das mit dem Sezieren. Ja, ja, ja. Sauber. Aber sicher doch, mein Freund, unser Professor. Jo. Oh Gott, jetzt ist das eine arme Ratte, die wir sezieren. Na dann. 3 Minuten Zeit fast. Fast 3 Minuten, 2,5. Dann wollen wir mal machen. Ey, so. Ach so, da. Oh. Da halt hier. Ah, nee. Das ist so ekelhaft eigentlich. Jetzt die Hautlappen festmachen. Zack. Da ist das Herz. Die Zeit wird knapper. Ich muss mich beeilen. Sauber. Ah! Die Lunge. Komm. Ich werde gerade irgendwie voll hippelig, weil die Zeit nicht passt. Oder weil ich Angst habe, dass die Zeit nicht reicht. Wow, that's disgusting. So. Die Musik ist wieder aus. Warum ist die Musik aus? Die Musik war schön begleitend. Jetzt wird's wirklich eklig. Jetzt wird das doch. Naja. Okay. Ich sag da jetzt einfach mal gar nichts zu und seziere das arme Tier einfach. Was hat die Ratte denn getan, dass wir ihnen jetzt die Eier wegnehmen? Oder ihm oder sie oder keine Ahnung. Sauber, Biologie auch wieder. Auch wieder bestanden. Bis auf Englisch haben wir eigentlich alles bestanden. Ich schätze mal, Englisch verhauen wir auch in dieser. Im zweiten Durchgang. Gasmaske freigeschaltet. Die Gasmaske. Nee, du. Ganz hinten. Hä? Da ist ein. Nee, Hedwig in Galloway. Ich wollte schon sagen, da fehlt aber jetzt eine Aufgabe. Wir speichern erstmal. Und ich würde mal sagen, das reicht auch wieder für diesen Part. Wir haben ja jetzt genug rausgekriegt. Wir haben eigentlich unser Hauptziel sozusagen jetzt auch rausgefunden. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass man hier richtig viel nebenher noch machen muss. Weil laut Spiel haben wir erst 7,25%. Und ich schätze mal, die Story wird dann doch etwas, weiß ich nicht. Also es kommt noch einiges daneben. Was willst du denn? Okay, das machen wir dann im nächsten Part. Ich würde dann sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!